Place on solid ground. Das ist jetzt aber schlecht. Hä? Krieg Platzmangel hier. Bau aus. Futterkiste 04. Pass auf, ich mach mir eine eigene Kiste. Ich hab noch eine im Inventar. Ja, ich hab bei mir noch gar keine. Okay. Ich mach mir einfach schnell eine. Ja, das passt doch. Die kosten nicht viel, die zwei Holz. Zwei? Ah doch, zwei. Okay. Sag ich doch, die zwei Holz. Trust me, I'm an Engineer. Ich hab in Erinnerung 9 gehabt. Nein, trust me, I'm an Engineer. Du, ist das nicht meine Kiste hier? Mein Karren? Doch. Ja, liegt im Bereich einer Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, wo meiner ist. Ach, da. Rip? Jetzt mal wirklich, wo ist der? Tja. Ich lass mal die Kiste da machen. Ich such mal. Ja, apropos Kiste, da ist eine leere Kiste, ne? Oh, es baut schon einer. Hier läuft eine Reh. Hallo Reh. Ah, hier. Ach so, ich bin ja auch ein bisschen blöde, ne? Das hast du gesagt. Keine Zustimmung, bitte. Nee, ich bin stillschweigend, das weißt du. Ja. Hau immer mit der Axt auf meinen Karren und wundere mich, warum der nicht kaputt geht. Ja, die Axt ist stumpf, jetzt weiß ich's. Mach doch Pfeile draus. Aus was Pfeile? Hä? Aus was kann ich Pfeile machen? Echt? Daraus kann ich Pfeile machen? Okay, wie kann man aus den Ästen Pfeile machen? Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ronny meint Pfeile draus machen. Hey. Arrows, nee, nur aus Stämmen. Nur aus Stämmen, okay. Oh Gott, ist ja noch auf dem Scheiß. Aus den Ästen brauchst du für Stoff, glaube ich, ne? Ah, aus dem Holz, ja, aber wir haben gerade das Problem, dass wir die Äste nicht so richtig loswerden, deswegen, Ron. Wenn nichts mehr geht, dann machst du Pulp draus. Ja. Hier läuft einfach ein Vogel lang. Okay. So, ich habe Bricklying jetzt erlernt. Ja, was soll ich denn jetzt genau machen? Schmied immer noch? Ach so, ich habe ja auch genug Punkte. Ich könnte ja. Ach, du hast jetzt den Dings gemacht, das Buch? Bricklying habe ich ja gemacht, genau, weil ich ja gesagt habe, ich bin ja eh schon im Mason-Bereich tätig. Ja. Da habe ich gesagt, mache ich das ja mit. Und Skillbook, dann lerne ich das auch mal. Weil ich nämlich dann den Killen kann. Der Killen? Wieso? Ich habe doch das Bricklying schon. Ja, ich habe es aber auch nochmal gelernt. Aber dann kostet es doch wieder unnötig Punkte. Okay. Lass mich doch mal. Okay, er schlägt mich gleich wieder. Achtung, 3, 2, 1, aua. So, Bricklaying Efficiency auf Max. Und Production Speed mache ich noch nicht. Mining 500. Das gebe ich nicht aus. Nee, dann. Das war ich auch kurz im Überlegen. Was ist 500? Was wollt ihr lernen? Mining, also. Mining? Ja, wir müssen jetzt erstmal Smelting machen, ne? Ja, dafür braucht man Bricklaying. Und was ist das? T3-Steine sind es, also Ziegelsteine. Und ohne Ziegelsteine können wir kein Dings bauen, kein Häuslein. Die Ziegelsteine, die machst du ja, ne? Richtig. Oder? Gut. Oder ja. Ich hab gleich einen Skill. Ach du holy crap, wir haben. Echt übelst viel Fisch. Ach du Scheiße, wohin damit? Nö. Kannst du mir 100 geben? Obwohl, nee, dann ist mein Inventar voll. Ja, trust me, ist meins auch gerade. Hast Shit. Du denn keine Kisten? Oder wie? Doch. Ich hab grad eine einstecken nach mir. Swippen das Ganze erstmal und dann gucken wir da mal weiter. Warte, ich hole mal meine ab. Meine Kiste. Heute sind die FPS-Probleme nicht mehr so stark wie gestern. Ja, da kann man ein paar. Kann, glaube ich, noch irgendwann ein Hotfix. Also, die Drops, Frame-Drops sind immer noch da, aber nicht so oft. Oh nein, bitte nicht. Hä? Was denn? Storage? Warum geht es hier? Ach doch, da, okay, nee, war gerade nur doof, alles gut. Da sind noch 58 Burger drin, ach du Scheiße. Burger? Wie viele? 58. Wo? Macht dann eine McDonald's-Filiale auf. Aber echt?
Wo ich will Megas-Verkäufer werden, wo sind die Burger? RIP. Lohn, RIP, alles RIP. Ach, du meinst Burger, Fleisch? Ich dachte jetzt ganze Burger. Nee. Wo hast du denn deine Baumsamen? Ich guck mal. Die sind dem Steinhaus, wenn man die Brücke geradeaus rüberläuft. Ja, da sind die Eichen. Jawohl, ich pack mal nochmal 4 dazu. Ah, sehr schön. Genau, sehr schön. Gut, dann muss ich jetzt die Kiste hier weg. Und Fett. Auch aber keine Proteine. Ich muss Carbs haben. Ja, brauche ich auch. Ganz viele. So. Brauchen wir alle. Weg gebaut. 8-0. Aber warte mal, mein Haus wird jetzt wirklich abgerissen? Nein, es war ein Spaß. Ach so. Aber wenn du so fragst? Nein. Das ist doch ein braves Haus. Frisst du dein Mikrofon gerade wieder? Nein. Okay, weil du gerade so laut warst. Ich war einen Millimeter näher dran als jetzt. Ja, ich weiß nicht, wie empfindlich das reagiert, deswegen. Also jetzt bin ich so nah dran wie gerade eben. Ja, genau, und da liegt einem halber Trommelfell weg. Hashtag Kopfhörerträger. Okay. Jo, Boogie hat die Straße fertig. Juhu. Juhu. Ging schneller wie die BER. Ich bin überrascht. Ja, genau. Das ist auch kein Kunststück. Naja, so schön ist der BER jetzt auch wieder nicht, dass ich ihn als Kunstwerk durchgehen lassen würde. Und noch eine Frage, wie kann man ein Admin werden? Weil es geht bei normalen Servereinstellungen nicht, wenn man unter den Usern den Admins geht. Doch, das müsste unter User sein, da darfst du aber pro Zeile nur ein Admin eintragen. Da ist nämlich rechts so ein Häkchen dran, da musst du das erste Eco-Video mal gucken, was ich vor knapp einem Jahr gemacht habe. Da erkläre ich das genauer. Guck mal da kurz rein. Trust me, I'm an engineer. Nö, was? Komm mal her. Ich hab ne Sichel. Nein. Die hab ne Schaufel. Hab ne Fackel. Ja, und jetzt? Ich hab ein Bodenbaugerät. Hol mal Erde, Digga. Guck mal, wie sieht das hier von deinem Haus aus? Hier gibt's Bestimmungen. Soll hier noch Hallo, mehr Murmel. Hier? Ja, klar. Guck. Ach so, ich dachte, das reicht bis da. Nee. Wie sieht denn das aus, du? Wir können aber die Erde hier wegnehmen, aber das können wir machen. Ich bin auf dem Weg. Oh, das war so nicht geplant. Egal. So, eine Erde. Oh. So. Müssen wir mal langsam anfangen, unten Lager zu machen für die, sag doch mal schnell. Für die Schlacke? Ja. Ja, müsste es auf jeden Fall ausbreiten, aber ist eh in Ordnung, weil Stein geht eh langsam leer. Ja. Soll ich Stein machen, oder? Ja, ich komm gleich mit. Mortar Stone? Achso, nee, Stein an sich geht leer, der Naturstein. Achso. Über 50 Stück sind da noch drin. Ja, ich habe ein bisschen was benötigt in letzter Zeit. So, und jetzt fühlst du jetzt mal so sauber auf, dass wir ein sauberes Eck haben, damit es halbwegs nach was aussieht. Haben wir denn schon eine Bloomery? Nee, die können wir ja noch nicht haben, weil uns weil die ja im T3-Gebäude sein muss. T2. Warum T2 meine ich ja. Warum schaufel ich die Erde um? Wir haben doch in den Lagern ganz viel Erde gehabt. Weiß ich doch nicht. Ja, hier ist doch ganz viel Erde. Then do it. Just do it. And your dreams will come true. Ich falle unter die Map. Tschüss. Oh, bin wieder. Tschüss. Tschüss. War schön mit dir. Wie ist das mit dem Mülleimer, der mit drin sein soll? Kommt er noch oder später? Der Murmel, der Mülleimer kommt erst noch. Der ist eine Ankündigung für die Alpha 8. Der kommt erst noch. Anführungsweise heißt Mülleimer. Wenn du Sachen droppst, die natürlich sind, also Holz, Pflanzen, so ein Käse. Dann werden die verrotten die mit der Zeit. Wenn es jetzt Eisen und so weiter ist, das bleibt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, liegen. Ja. Hat aber auch einen schönen Vorteil, man kann endlich mal Items mit den Mitspielern tauschen.
Was ja aktuell gerade noch stark bemängelt wird, was ich aber auch verstehen kann. Von der AfK, ne? Bitte? Ah, AfK, okay. Passt. Ah, ist doch ein schöner Weg hier. Wunderbar, es funktioniert ja traumhaft. So. Zip. Reparieren kurz. Dann holen wir kurz mal das Bobbele und dann geht's runter. Steine klopfen. Dann kannst du dein Haus schon mal fertig bauen. Ich? Ja. Das ist schon fertig. Was? Nee, ich weiß nicht, wie ich das noch schöner machen soll. Überleg dir was, dekorativ oder so. Was du halt noch tun kannst dafür. Dabei. Okay. Wo ist mein Karn? Hab ich hingestellt. Hab ich vergessen. Ja, deswegen siehst du so kastenförmig aus. Hab's mir schon halber gedacht. Nee. Hatte ich den nicht mal irgendwo hier danach? Boah, es riecht gerade so lecker bei mir. Was auch immer das ist. WB. Und auch. Ach, oben. Wo ist mein Auto? Kevin, mein Auto ist weg. Ja. Das Auto. Nicht für dich. Ich weiß, wo das Auto ist, nicht? So, Bugi, soll ich denn Ziegelsteine mal machen? Du kannst Ziegelsteine machen? Was denn? Du kannst. Ach, hier ist er. Du kannst Ziegelsteine machen. Eine Bloomery? Haben wir eine Bloomery? Das frage ich da die ganze Zeit. Ach so, nee, die fehlt ja noch. So, warte, hatte ich mal eine gebaut? Wie viel machen wir denn erstmal? 25, 30 Stück, ne? Dann reicht das für einen Raum. 24 braucht man, glaube ich. Ja, es reicht, wenn wir den Boden ausgebaut haben mit T2. Ja. So, ich habe mal welche geordert. Gut. Dauert allerdings fast eine halbe Stunde. Okay. Wie lange brauchst du für einen? Eine Minute. Ey, warum 30, ist mein Hammer kaputt? 30 habe ich geordert. Ja? Ich brauche für eine 48 Sekunden. Ach so, die Speed habe ich noch nicht geordert. Ja gut, okay, dann nehme ich die wieder raus. Kein Problem. So, aber von der Menge her komme ich gut klar. Also 30 Stück waren, Entschuldigung, wenn du unterbrechst, 30 Stück waren bei mir 24 Sekunden. Minuten, sorry, für Sekunde. Bei mir waren es 30. Weil ich die Skillpunkte nicht für die Geschwindigkeit bis jetzt ausgegeben habe. Ja, okay. Ist auch nicht viel mehr, aber gut. Es ist traumhaft, euch zuzuhören. Wir lieben euren Humor und euren Dialekt, vor allem der Fall Bandscheibe. Bandscheibe? Bandscheibe. Ach so, Bandscheibe. Ja, das bestimmt. Ach so, da Bandscheibe. Gell, Kevin? Bandscheibe. Bandscheibe? Bandscheibe. Ich hab nix mit. Ich nix Bandscheibe. Nix? Nö. Das ist jetzt nicht so ein Ding an der Kreissäge? So ein Band mit Scheibe? Ja. Ich glaube irgendwie sowas. Ich bin verwirrt. Was sagt er mir denn hier? Klick mal die Kisten an, die hier oben sind. Was kriegst du da für eine Meldung? Ah, shit, yes. Because update, place on a solid ground. Die kann man nicht. Ah, gut, die sind jetzt. Die, ja, die müssen, die können jetzt mehr freischwebend sein. Die müssen auf dem Boden stehen. Aber alle, die jetzt da oben drin sind, können wir so stehen lassen, weil es funktioniert ja noch. Dann lassen wir sie doch, ne? Aber können die überhaupt, sind die Connector noch untereinander? Nee, die sind nun, doch, die sind noch gelinkt. Hihi! Bug using! Warte mal, schön. Wie soll ich mir was bauen, wenn ich nicht mehr kann? Warte. Wieso? Verstehe nicht. Aber das ist doch nicht unser Problem, wenn du nicht mehr kannst. Ja, vor allem mit so jungen Jahren, Mann, da würde ich echt mal zum Arzt gehen. Gibt es eigentlich auch, es gibt auch einen Frauenarzt, gibt es auch einen Männerarzt? Prostatologe. Wieso liegen hier schon Ziegel? Achso, er macht jetzt Ziegel. Ich wollte gerade sagen, genau. Wieso liegen hier schon Ziegel drin? Wegen dem Handwerk hast du, also Bandscheibenvorfall. Achso, ja, wegen dem Schubkarren, Bandscheibenvorfall, ja. Ah, ja, okay, verstehe. Ja, dann genau, das war's. Da ist ja genug Platz noch. Ich wollte gerade sagen, dann mache ich mal Platz für Ziegel, aber das brauchen wir nicht. Da ist ja genug. Schnuckis, ich bin in der Mine. Schön für dich. Krieg ich Support? Please? Du was? Ja, so ein Ding, dass einem geholfen wird. Yo, Frame AD. Da mal den Weg. Oha, hier liegt ja auch noch eine ganze Menge rum in der Mine. Kohle. Paar Steinchen. Mhm.
Oh ja, Kohle, genau. Da fällt mir gerade eigentlich will gar keine Kohle mitnehmen, weil da kann man so wenig mitnehmen von dem Zeug. Ah, gar keine Lust. Nö. Hübi, mach das weg. Das tut weh. Hi, Boogie. Hi, KB. So, was willst du denn? Ach du Scheiße, ist hier ein Haufen Kohle, du. Ja, das ist total kaputt. Also, reicht dicke aus, um die Erde zu verseuchen. Ja, so ungefähr. Als, was willst du denn jetzt machen? Sag mal an. Ich würde gern Stein mit hochnehmen. Und so wenig wie möglich Kohle, wenn es geht, weil die frisst immer so einen Haufen Platz, die ist immer so schwer. Ah, die lieben uns. Lüben Hände. Sprachfehler. Okay, wie ich hab Sprachfehler. Was jeder? Ich dachte, du magst mich. Nein! Du hast den Stein verschoben! Ich hab Boden kaputt gemacht! Weißt du, was das kostet? Das gibt wieder mega vom Safe, du. Nö. Ach, hast du nicht freigegeben? Doch. Doch, ist frei, ja, ist frei, ja, aber... Ich bin nur wieder voll, das ist alles. Ja, dann machen wir eins, dann schmeißen wir erstmal die Steine hier rein und die Kohle und bring's dann später weg, hätte ich gesagt. Ja. Wir können es aber trotzdem in den Karren reintun, weil dann können wir es ja hin und her schmeißen. Ja, richtig. Ja, ich meine, wir müssen ja hier irgendwann mal durch die Kohle durch. Vor allem müssen wir die Seiten wieder mit Stein auskleiden, da wo Kohle war, ne? Ja gut, und wir setzen da wieder ein Lager hin. Ja, es nutzt ja nichts. Wenn du die Wände nicht mit Stein verkleidet hast, dann verschmutzt die Schlacke ja trotzdem die Umwelt. Ach so, Ja. Deswegen sagte ich, die Wände mit Stein auskleiden. Ja, richtig, stimmt, scheiße. Wobei ich noch gar nicht sicher bin, ob die normalen Mortarstone reichen. Wir können auch Bricks nehmen, weil mehr, also das Einzige, was wir dann noch höher gehen könnten, wäre Zement. Beton daher, ne? Ja. Aber dafür brauchst du mehr auch Stahl. Ja, also dann probieren wir es erstmal mit Bricks, hätte ich gesagt, oder? Ja, ich weiß es nicht. Es kann ja sein, dass Mortarstone reichen. Ich habe keine Ahnung. Nee, wir gehen gleich auf Nummer sicher. Komm, nehmen Bricks, fertig. Wenn wir jetzt schon Bricks produzieren können, dann nehmen wir Bricks dafür. Und wenn es, sage ich mal, sich rausstellen sollte, es ist zu viel, dann ist ja auch nicht schlimm. Zumal die Bricks ja nicht teurer sind. Ja, das bisschen, was sie vielleicht mehr kosten, ist egal. Nee, kosten sie gar nicht, nur Zeit. Okay. Ich habe es im Busch gefunden, aber man konnte ihn nicht ernten. Nur mit der Sensor und die Simulation sagt immer nach Huckleberry 0. Skills. Den Busch tust du nicht ernten, du tust die Berries ernten, indem du so blaue Berries dran sind und E drückst. Dann kriegst du meistens eigentlich auch Setzlinge daraus, Samen, und die pflanzt du wiederum an. Das sollst du nicht abernten, weil wenn du aberntest, ist er kaputt. Ich hätte doch mal Licht hier eingebaut. So. Ja, perfekt. Oh, das ist ja traumhaft. Oh, Boogie hat Licht gemacht. Ja, wenigstens kann ich Licht anmachen, wenn mir schon keins aufgeht. Wenn du schon keine Leuchte bist, dann machst du wenigstens was an. Ja, ich weiß. Gell? Manchmal vibriert es sogar. Also mein Handy. Okay, wie? Ja? Lässt du das jetzt einfach so kommentarlos stehen? Ich hab dir gar nicht zugehört, du. Das lohnt sich gar nicht. Vielleicht besser. Ja, dann musste, dann war er noch nicht so weit. Dann hättest du den stehen lassen müssen, bis der blaue Berries gehabt hätte. Weil der Busch ist jetzt im Arsch. Der ist weg. Ja, ich weiß nicht, wie du meinst, Skills. Verstehe ich. Ich glaube, es ist doch gut, dass ich herkomme und Chat hier mit aktiviere. Oh, das war mein Kopf, Mann. Pass doch auf. Da geht zwar nichts kaputt, aber der ist noch dafür, dass ich was... Wow, Frame Drop. Dass ich was sehe. Du hattest gerade eben richtig gesagt, das ist dein Kopf. Was geht mich denn das an? Der ist auch dazu da, dass wir uns unterhalten können. Sonst bist du doch so alleine.
Ach so. Ja. Und dann kommst du auf blöde Ideen und spielst den ganzen Tag nur. Mit meinem Kopf. Nee, wenn man mit dir nicht redet, dann spielst du den ganzen Tag nur. Ich will dir etwas sozialen Kontakt bieten, im Grunde, kann Ach man so so. sagen. Ja. Sozialen was? Kann man das essen? Weiß ich nicht. Ich habe nur mal gehört, es soll existieren. Ach so. Ich bin Gamer, I don't know. I don't weiß das nicht. Ich würde uns mal kurz eine Repair Station runterholen. Mach das, das ist eine gute Idee. K-Class hilft bei dem Kopf nicht, Murmel. Nur bei Glasschäden. Aber Kopf, Rip, ne? Da ist kein Glas. Knochen ja, aber kein Glas. Da bräuchte man einen Chirurgen oder sowas dafür. Kann ich hier eine Repair Station bauen? Blaze on a solid gra. Halt doch die. Nee. Stein zählt nicht mehr als solider Grund-KV, Naturstein. Naturstein nicht? Wieso das denn nicht? Bei der Repair Station zählt das als nicht solider Grund. Ich baue sie mal kurz ab. Das ist ja nicht solide. Nö, Naturstein, nö, gar nicht. Da tatsächlich was Gebasteltes haben. Nee, akzeptiert er nicht. Aber Erde geht doch, ne? Denn wenn du anfängst mit der Repair Station, dann musst du doch, du hast doch gar nichts zu anfangen. Ich hau jetzt mal da kurz die Steine ab und mach Brickstones gleich hin, aber ja. Versuch doch mal, ob du ihn auf Erde platzieren kannst. Das würde mich mal interessieren. Ja, ich nehm's immer kurz mit hoch. Ja gut, oder auf Holz dann. Auf einem Holzboden. Ja, ist klar. Das können wir ja hier einbauen, ist ja kein Thema. Ja, ich kann auch, wir haben unten auch Brickstone, so ist es ja nicht. Zum Moderated Stone. Bauhelm hilft auch. Ach, Bauhelm, Bauhelm, Arbeitsschutzmaßnahmen, scheißegal. Wir brauchen schon Arbeitsschutzmaßnahmen hier. Wir So, gucken doch Erde. Kinder zu, das darfst du den Kindern doch nicht Ach erzählen. so, ja, doch, natürlich, wir brauchen Bauhelme, ganz viele, trust me, I'm an Engineer. Erde geht, aber Stein ist kein solider Grund. Ne? Es ist einleuchtend. Ja, sehr sogar. Okay, haben wir da Stein drin? Repair Station. Da fehlt Holz. Ach, jetzt geh doch weg, Mann. Storage. So. Repair Station bauen. So, die ist gleich fertig. Ach shit, da ist noch eine. Egal. Kevin, ich glaube, wir müssen mal einen Raum bauen, wo wir alle Repair-Sachen oder Station oder Bänke drin haben, dass wir da mal einen Überblick haben, was wir noch besitzen und was nicht mehr. Weil das Wie gerade. einen Raum machen, wo wir die alles Nee, rein. nee, nee, eine Kiste, wo man zum Eine Beispiel. Kiste, ja. Ja, wo wir überschüssige Repair-Stations stehen haben. Ja, und die anderen, von dem anderen haben wir da auch so viel. Carpentry-Dingensbums haben wir auch Genau. doch zu Anfang zu viel gemacht. Richtig. Ach, not linked. So, Boogie, jetzt hätte ich einen Vorschlag zu machen. Gerne. War hier unten, da wolltest du dann noch ein Lager machen. Ja. Und hinter dem Lager würde ich gerne eine Tür machen. Nur eine Tür und dahinter dann die Stockpile für die Erze, hätte ich gleich gesagt, für die Schlacke. Für die, ja, können wir machen. So, dass wir da praktisch nur ein Zweierloch haben, wo wir eine Tür vormachen. Ich glaube, eine Tür hält es auch ab. Ja. So, hier jetzt praktisch runtergehen, noch um zwei und Stockpile machen. Richtig.
Warte, ich hole mal kurz den Brazer hoch. Ja, wie breit wollen wir den Weg denn lassen hier? Wollen wir hier, wo du jetzt ein Loch gemacht hast, soll das die erste tiefergehende Stein sein? Nee, das Loch war eigentlich dafür nicht geplant, aber wir können auch ein bisschen, je nachdem. Warte kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo, Finn. Wollen wir hier schon nach unten gehen oder wollen wir erst hier nach unten gehen? Ja, erst da, wo du gerade. Also, hier hätte ich gesagt, dass wir hier ein bisschen Abstand haben, dass wir hier noch, vielleicht noch ein bisschen wenden können mit dem Fahrzeug und allem. Ich weiß nicht, was später noch kommt. Deswegen. Ja, wir müssen aber nur überlegen, wo wir jetzt die Blue Marine hier platzieren, dass die an das Abfalllager angebunden werden kann. Die können wir eigentlich meinetwegen gleich herkommen und hier hinstellen, hier daneben. Also wenn hier die Wand hinkommt, hier so, dass man hier, wo ich jetzt stehe, die Blue Marine hinstellt. Gut, je nachdem, wie groß die halt ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Einmal zwei. Zwei lang und eins breit, ne? Ja, genau so. So wie die Masonry Tables. Ah, okay, ja, nee, passt. Ja, nö, nee, dann machen wir das. Dann machen wir hier jetzt. Du musst nur zusehen, dass wir jetzt hier irgendwo dann noch 20, na gut, da können wir die Wände rauskloppen. Yep. Dass wir noch 20 oder 24 Bricks hier einbauen. Ja. Das heißt, wir müssen im Grunde 6 tief und 6 mal 6 gehen, anstatt 5 mal 5, weil wir die Wände rausreißen müssen. Ja. Gut, dann tun wir das. Dann lassen wir die ersten zwei stehen und fangen wir hier an. Ne? Genau, richtig. So, dann geht's jetzt nämlich vorwärts mit der ganzen Sache hier. Was ist eigentlich, wenn man von einer Tierart alles getötet hat? Hehe, Skills, dann sind die ausgestorben. Dann war's das. Wie im richtigen Leben. Ja, wenn du zum Beispiel alle Hasen tötest, sterben auch die Füchse aus, weil die nichts mehr zum Essen haben. Ja. Tötest du alle Elche, sterben die Wölfe aus, weil die nichts mehr zum Essen haben. Hey! Achso, da hast du nichts gebaut, alles klar. Hä? Nee, ist schon gut. Treppe, die habe ich nicht gleich gesehen. Achso. Ausnahmsweise mal mitgedacht. Ich baue erstmal kurz den Repair Table, schiebe gleich auf. Ich weiß gar nicht, ob der auf Kohle geht. Nee, das ist ja kein Solid Ground. Hust, hust. Ach so? Ja. Erde ist solide, aber Stein ist nicht so solide wie Erde. Wissen wir ja natürlich aus Statikunterricht. Ja. So. Achtung, KB. Ja. So. Dann verlinke ich dir das gleich. Wobei, ist ja egal. Hallo. Und ich schmeiß dann gleich mal Steine hoch, dass das Lager hier leer wird. Ja. Hä? 749, ne? Ist ja komisch. Kann man sich eigentlich ganz durch die Erde bauen? Das weiß ich nicht. Wo ist der Repair Table? Da ist er. Naja, Rip Elche. Erster Vierter bis zum ersten. ja, Skills. Dann musst du eine neue Welt anfangen. Rip Elche. Geboren am 1.4., gestorben am 1.4. Ja. Das gleiche betrifft aber auch die Fischerei. Und also alle Tierarten, das betrifft aber auch Pflanzen. Wenn du von Wildpflanzen alles abernst und nichts nachpflanzt, dann war's das. Dann ist der Fisch geputzt. Warte mal, meines. So. Wenn du alles abpflanzt, kannst du ja alles wieder nachpflanzen, ne? Ja, kannst du, ja, aber es wächst nichts mehr nach an sich. So. Wenn du herkommst und alle Pflanzen, Wildpflanzen abgeerntet hast, dann wachsen die nicht mehr nach. Und die Samen praktisch nicht anpflanzt, sondern einfach nur irgendwo lagerst. Ja. Dann war es das, ja. Du kannst im Grunde eigentlich den ganzen Planeten komplett ausrotten, komm her, tu jeden Baum fällen und Setzlinge alles abreißen, dann ist alles RIP. Du könntest aber eins probieren, ob das geht. In den Eco-Settings vielleicht ist die Elche nachspawnen lassen.
Dafür, die müsste, glaube ich, der Eco-Sim drinstehen. Da könntest du einstellen, dass wir da wieder Elche spawnen.